Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Song of Horror. Wir befinden uns immer noch in der Abtei, immer noch im vierten Kapitel. In der letzten Folge haben wir... Jetzt habe ich vergessen, was wir in der letzten Folge haben. In der letzten Folge waren wir in der Krypta und haben dieses Tentakelwesen da eingesperrt, um uns da wieder rauszuarbeiten. Genau, das haben wir gemacht. Erstmal hier Leerlauf im Kopf zum Anfang, herrlich. Wer die Folge verpasst hat, kann gerne in die Infokarte klicken, da habe ich euch die letzte Folge verlinkt. Ja, und dann haben wir ja hier dank dieses chirurgischen Instruments den Bronzeschlüssel bekommen. Und genau darum werden wir uns jetzt nämlich auch in dieser Folge kümmern. Wir werden die Bronzetüren aufschließen und hoffentlich irgendwelche weiteren Erkenntnisse haben, die uns, ja, keine Ahnung, irgendwo hinführen, damit wir das Kapitel vielleicht auch mal abschließen können. Ich für meinen Teil wäre nämlich endlich bereit dafür. Bin ich ganz ehrlich. So. Was von diesen Büchern übrig ist, scheint aufwendiger zu sein als der Rest. Es war bestimmt die besten Exemplare, die sie hatten. Notizen über Pflanzenextrakte. Eine unvollständige Anleitung zur Herstellung eines natürlichen Desoxidationsmittels. Das habe ich ja nur schon hergestellt, wa? Das Schloss des Lagers ist vollständig mit Rost bedeckt. Ich brauche eine ätzende Substanz, um es zu öffnen, und die Mischung von Diadiadole wäre perfekt, nachdem ich unleserliche Namen hinzugefügt und gekocht habe. Es wächst überall. Ich muss einige der charakterischen roten Blütenblätter sammeln, allerdings müssen sie dazu erst blühen. Aha. Naja, das haben wir ja nun schon gemacht. Seit diesen Büchern scheint es sich um Inventarlisten oder Verzeichnisse irgendeiner Art zu handeln. Was ich jetzt gerade nur nicht weiß, ist, ob es mal etwas war, was ich vielleicht von alleine geschafft habe, oder habe ich es nicht von alleine geschafft und ist das hier nicht eine Tür oder was? Oder bin ich doof? Und ich hatte es einfach in der Lösung gelesen und halt gleich mitgemacht. Das könnte natürlich auch sein. Verdammt, das Schloss ist total verrostet. Naja, zumindest kommen wir jetzt hier schon mal gleich weiter. Hoffe ich zumindest. Benutzen. Es ist mir gelungen, den Rost aufzulösen. Jetzt kann ich endlich das Schloss benutzen. Guten Tag! Was geht, was geht, was geht? Was haben wir hier? Ah, ein weiteres Geständnis. Das würde dann vielleicht einen coolen neuen Dings geben. Ich weiß aber halt nicht, wo die anderen Geständnisse waren. Wir brauchen bestimmt 5. Ich glaube, beim Solter-Automaten brauchten wir auch 5. War es das jetzt schon? Ich kann hier im Lager nichts weitermachen. Wozu bin ich denn jetzt hier reingekommen? Ich muss hierfür übelst die Kacke machen, damit es hier nichts weiter gibt. Boah, das ist hart. Aber wer weiß, vielleicht gibt es doch kein Sammelobjekt mit diesen Karten. Vielleicht brauche ich die für irgendwas. Komme ich hier echt nicht rein? Hier ist ein Bild, glaube ich, ne? Ein Bilderrahmen. Okay. Ja, war ja jetzt sehr unspektakulär hier. Jo. Ich lasse euch mal schreiben, ja? Ich gehe einfach mal. Ich würde zu gerne hingehen, aber nee, die bringen mich um. Verdammt. Oh Gott, hier sitzen ja ganz viele. Du hast ja nicht mal eine Feder in der Hand oder so. Oh Gott. Schreibt weiter, okay? Weiterschreiben. Oh Gott, wie die mich angucken. Ich traue mich gar nicht mehr, mich zu bewegen. Ach du Kacke. Ich gehe einfach wieder, ja? Entschuldigung. Tschüss. Das war creepy, Alter. Ich gehe noch mal rein. Sind die immer noch da? Nö, jetzt sind sie weg. Tsch,
Tja, ich hatte ja gar keine Angst. Was für Lappen. Nee, ey. Da oben muss ich noch ein Puzzle lösen. Ach so, ja, das ist ja das Puzzle von diese vier Schlüssel. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier oben, da wo das Puzzlestück ist, da unten, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich hab's voll vergessen. Ach so, ja, es könnte eventuell die Treppe da unten sein, wa? Hehe. Gut, ist aber eh erstmal nicht wichtig. Der nächste Schlüssel ist... Ich muss hier erstmal auf der anderen Seite raus. Das war aber cool mit dem Mönch. Solche Sachen könnten meinetwegen ruhig öfter passieren. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich halt auch auf Leichtspiele passiert sowas vielleicht nicht so oft. Weil vielleicht sind solche Sachen halt immer Sachen, die dich sofort umbringen, wenn du einen Fehler machst. Was voll doof wäre. Ich fühle mich diskriminiert. Die nächste Tür rein. Hier rein. Und ich glaube hier, ne? Ne, ein weiter. Sesam, öffne dich. Was haben wir hier? Irgendein Mechanismus. Es sieht aus, als ob man etwas in diesen herausragenden Teil einsetzen kann. Das sieht mir so aus wie dieses Kurbelding. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Oh, shit. Oh verdammt, etwas Schweres ist gerade auf den Boden gefallen. Kann ich das nochmal benutzen irgendwie? Hallo? Hallo? Anscheinend nicht. Es zeigt mir zwar irgendwie nochmal eine Dings an, aber ich kann nichts machen. Könnte das sein, dass... Ja, die Kette. Das Weihrauchdingens da. Hier drin riecht es ranzig. Das muss... Was? Das muss etwas in diesen Amphoren sein. Vielleicht Öl. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht ist ja jetzt hier dieser Weihrauch-Dings runtergefallen. Das hat mich vorhin schon stutzig gemacht. Also für euch in der letzten Folge, für mich war es vorhin. Ist das Teil jetzt runtergefallen? Hallo? Ja, Tatsache. Cool. Ein verzierter Schlüssel, der dem Schatzmeister gehört. Ein Schlüssel mit einem aufwendigen Dekor, der dem Schatzmeister der Abtei blablabla bla bla gehört. Cool, das heißt, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Auf dem Friedhof ist also hier noch irgendein Rätsel. Dann ist auf dem Friedhof nochmal der Bronzeschlüssel. Na, wenn wir schon mal hier sind, geben wir mal noch die nächste... Ach, was weiß ich hier? Ich habe vergessen, wie das heißt. Wie heißt es denn nochmal? Beichte. Beichte, Abbitte, was weiß ich. Alles davon irgendwie. Also ab in den Friedhof, würde ich behaupten. Und dann... Ja, stimmt, da war so eine kleine Hütte. Da können wir jetzt bestimmt rein. Wo muss ich denn lang? Genau, hier lang und dann... Gerade durch. Naja, nicht ganz gerade durch, aber... Fast. Fast. Können wir durchgehen lassen. Und dann mal gucken, was noch dieses Rätsel hier auf der... auf dem Friedhof war. Okay, bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Stopp. Ach so, das Rätsel ist hier. Verdammt, da ist so viel Rost, dass sich der Schlüssel nicht bewegen lässt.
Habe ich dieses... Aha. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll, dass es hier gerade anscheinend einen Speicherpunkt gab. Ich denke, ich könnte die Abdeckung dieses Grabens mit dem Spaten entfernen. Ja, generell mach das mal. Hieß es nicht, dass in irgendeinem Grab auch was drin ist? Ein Schlüssel? Nichts, nur eine mumifizierte Leiche. Was? Er hört auf, zufällig Gräber zu öffnen? Nee, das mach mal nicht. Habe ich vorne schon irgendwas verpasst? Könnte sein. Ich muss die ja zufällig alle öffnen. Ich weiß ja sonst nicht, wo der ist. So viele wird es ja hier nicht geben. Moment, neben der Leiche ist ein Schlüssel vergraben. Jawohl! Ein verzierter Schlüssel, der mit dem Bibliothekar gehört. Krass, und wenn wir jetzt noch in der Hütte was finden, dann habe ich alle. Verdammt, sie haben ihn ermordet und die mit seinem Schlüssel hier... Ja. Brauche die Gräber nicht mehr durchsuchen. Habe ich jetzt den Spaten eigentlich immer noch? Nö, der ist weg. Ich habe nur noch den Blasebalg, die Schlüssel, wo ich die vier noch brauche, und den einen Schlüssel. Diesen einen besagten Schlüssel. Wenn ich hier reingehen kann, wollte gerade sagen, dann gucke ich einfach nicht. Nö, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich frage mich, was damals hier war. Jetzt sind es nur noch zerbrochene Steine. Was ist das? Eine private Krypta. Es sieht so aus, als wäre sie schon seit Ewigkeiten verschlossen. So ist das also. Und dann bahnen wir uns mal noch den Weg. Und holen uns den letzten Schlüssel. Nicht richtig? Ja. Bin ich richtig? Ja. Hey, warum mache ich hier ständig meine Uhr aus? Damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe neben mir eine Uhr zu laufen, damit ich ungefähr weiß, wie lange die Folge wird. Oder beziehungsweise schon ist. Und ich habe gerade immer wenn ich die Maus angefasst habe, mit einem kleinen Finger die Uhr ausgemacht halt. So, die Tür ist offen. Ich brauche diesen Schlüssel nicht mehr. Und jetzt müsste hier ja der letzte Schlüssel sein. Oh, wow. Oh Gott, was? Was ist denn hier abgegangen? Alter. Oh nein. Verstecken? Soll ich mich jetzt hier verstecken? Okay. Auch noch das. Aber zum Glück war das gleich hier. Was musste ich nochmal drücken? Ich hab's vergessen. Okay, geschafft ist geschafft. Alter, was ist denn hier abgegangen? Was? Also erstmal, von wo kam ich denn rein? Von hier. Was für eine kranke Scheiße. Welche Art von Psycho ist zu so etwas fähig? Steinfigur, eine Skulptur der Jungfrau Maria. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Details eine Steinskulptur haben kann. Okay. Kann ich die nicht mitnehmen? Anscheinend nicht. Kann ich die mit irgendwas kombinieren? Nö. Okay. Tagebuch des Abtes. Handschriftliche Notizen von Pater
Aguano, dem Abt von St. Cecil. 25. November 1912. Ich habe angeordnet, dass alle Partituren verbrannt werden sollen. Wir haben in jeder Zelle Kerzen und Lampen aufgestellt. Ohne Erfolg. Das Schreien hat nicht aufgehört. Was für eine Art Buße ist das? Was war unsere Sünde? Wir haben nichts getan, außer zu singen. 29. November 1912. Wenn mir etwas zustoßen sollte, ist der Schlüssel in Sicherheit. Niemand darf ihn finden. Ich werde ihn unserer lieben Frau der Kerzen anvertrauen. 8. Dezember 1912. Ich muss etwas tun. Ich fange an, meinen Verstand zu verlieren. Wenn ich hier eingesperrt bin, hinter jeder Ecke scheint Gefahr zu lauern. Jedes Flackern der Kerze lässt mich die Dunkelheit fürchten und was in ihren Tiefen lauert. Die Brüder haben nach Ernino, Victorio und Malaquas gefragt. Aber ich erinnere mich an nichts. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich nur groteske Formen, die sich im Dunkeln winden. Was passiert mit mir? 11. Dezember. Eine Statue. Sein Abbild soll verehrt werden. Buße, um uns alle zu retten. Oder diejenigen, die vielleicht noch Erlösung finden. 13. Dezember. Sie verstehen diese Buße nicht. Sie erkennen nicht, dass dies unser einziger Weg zur Erlösung ist, sofern es so etwas überhaupt gibt. Unleserliches Datum. Nein, ich muss Vertrauen haben. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und noch ein unleserliches Datum. In der dunklen Ecke meiner Zelle spüre ich seine Blicke auf mir. Ich fühle, wie er sich nähert, wenn die Kerze erlischt. Ich kann nichts sehen, aber ich weiß, dass er hier ist. Er ruft mich. Er ruft uns alle. Wir müssen seinen Ruf folgen. Kommt, meine Söhne, kommt und teilt diese selige Vision. Lasst uns unsere Seelen im dunklen Licht des Heiligen Geistes baden und die Schönheit unseres Herrn in all seiner Herrlichkeit betrachten. Alles klar. God, fucking mad. Ja, am Ende ist er einfach komplett durchgedreht. Ich würde sagen, in der Statue ist wahrscheinlich der Schlüssel. Aber ich gucke mich erstmal nochmal überall um. Ja, nee. Weil die Axt da. Figur aus Holz. Eine handgeschnitzte Figur der Jungfrau Maria. Ah! Hier ist sie wahrscheinlich drin. Und die muss ich verbrennen. Kann ich die jetzt mitnehmen? Nein, warum kann ich die nicht mitnehmen? Ja, ich will sie mitnehmen. Ja, kombinieren werde ich sie ja wohl nicht können, oder was? Hä, ich verstehe es nicht. Mehr Hände, die an den Türrahmen greifen. Das ist kein Zufall. Alter. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, welche schrecklichen Dinge sich hier ereignet haben. Naja, wenn man sich hier so umguckt. Nee, ja. Menschliche Hände, die an der Wand genagelt sind. Das ist einfach völlig krank, ey. Hier ist nochmal eine. Eine Bronzefigur. Wir haben Holz, Bronze, Stein. Die Bronze hat ihre ursprüngliche Farbe fast vollständig verloren. Oh Gott! Oh, holy shit. What the hell is that? Wachsfigur. Eine Wachsfigur der Jungfrau Maria. Da ist der Schlüssel drin. Eine Wachsfigur der Jungfrau Maria. Scheint etwas darin eingeschlossen zu sein. Moment mal. In dieser Statue ist etwas. Ja, kann ich die jetzt... Die kann ich mitnehmen. Ja, und jetzt kann ich die wahrscheinlich auch verbrennen dann. Mist. Jemand hat ein zusammengerolltes Stück Papier in der Hand von diesem Ding gelassen. Dann nimm's doch einfach. Ja, nimm die Papiere mit. Wird schon nichts passieren. Das Bekenntnis des Abtes. Das Schuldgeständnis von Pater Iguano. Ich habe meine Kinder in die Irre laufen lassen. Ich kann sie jetzt nicht mehr retten. Sie können nur noch in den Augen Gottes Erlösung finden. Völlig krank. Verdammt, das sind nicht nur ein paar abgehackte menschliche Gliedmaßen. Verdammt, es ist die schwarze Figur, die ich aufsehe. Gipsfigur, eine handgemalte Gipsfigur der Jungfrau Maria. Ja, wir haben jetzt aber die gefunden, die wir brauchen. Und das bedeutet für mich wieder ab in die Küche. Ich habe hier alles, was ich brauche. Weg hier, ey.
Das nenne ich mal eine abgefuckte Scheiße. So, ich glaube, jetzt habe ich endlich einen Grund, in der Küche, im Ofen, was zu verbrennen. Richtige Seite? Ja, könnte man so sagen. Nein, das Tor klemmt, ich komme hier nicht raus. Los, lass uns laufen. Komm schon. Auf dass dieses Kapitel ein Ende hat. Bitte. Ich will nicht mehr. Nee, nee, nee. Nee, da gehe ich nicht. Nein, ich gehe da nicht nochmal hin. Geh, lass mich. Da bin ich schon mal gestorben. Das reicht. Hey, nee, warte mal. Wo ist denn hier die Treppe? Ich habe die Treppe verbummelt. Warte, ich glaube, jetzt bin ich wieder zu weit. Ja. So, ich hoffe, ich muss hier nicht mehr hin. Ich hoffe, das ist jetzt abgeschlossen. Der schnellste Weg in die Küche ist, wenn ich erstmal hier rausgehe. Und dann noch 1000 Mal auf die Karte gucke, weil ich mir einfach nie merken kann, wo ich hin muss. So, auf jeden Fall hier nach unten und dann durch die größte Tür. Ja, ich habe mir ja doch mal halbwegs gemerkt, wo ich lang muss. Ist ja irre. Nein. Gerade noch gelobt, ne? Das habe ich jetzt davon. Wo war es denn hier? Ach, tatsächlich hier die große Tür? Ja, nein, ja doch. Jetzt aber, rein damit. Yay. Und jetzt mit dem Blasebalg anpusten? Und übrig bleibt nur noch der Schlüssel. Damit habe ich alle 4 Schlüssel. Oh, bloody hell. How could I be so stupid? Ach. Jetzt sag mir nicht, ich muss das irgendwie noch abkühlen. Ich habe nichts zum Abkühlen. Oh, echt jetzt? Ich habe nichts zum Abkühlen. Oh, nimm das doch einfach jetzt. Der Schlüssel scheint kühl genug zu sein. Soll ich ihn greifen? Ja, okay. Oh, meine Güte. Jetzt dachte ich schon, ich muss irgendwo noch ein Wasserglas finden oder so. Was ich irgendwo vergessen habe. Jetzt war mir ja gerade schon wieder ein bisschen anders. Ich könnte gleich hier durch. Ich muss zu dieser Treppe. Ich bin jetzt so gespannt, ne? Ich hoffe, wir sind bald durch. Auch der schon wieder. Ach, komm schon. Okay, tschüss. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. What the hell was that? Dann hier durch. Oh, ich bin so gespannt, was jetzt kommt, ne?
Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht wieder irgendwas Krasses wie beim letzten Mal. Irgendwas Krasses, mega krass. Aber sonst war ja immer, wenn man dann so im letzten Abschnitt war, dann kam ja immer noch mal irgendwas, was ein bisschen schwieriger war. Schauen wir mal, ob es heute wieder so sein wird. Treppe, wo ist die Treppe? Da, genau. So, ich habe jetzt alle Schlüssel. Na los. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die hier krasses eingesperrt haben. Hasha has to be in here. It's time to put an end to this nightmare. Stimmt, das ist derselbe Flur, wo er auch rein ist, ne? Aber ist der nicht von woanders reingekommen? Oder bin ich doof? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde es auch sehr interessant, dieser Flur erinnert ja ein bisschen an diesen ersten Flur, der im Haus eigentlich gar nicht existiert hat, als der David verschwunden war. Ist das jetzt hier? Ja. What the hell is happening? God. Mr. Husher? Shit. Mr. Husher. No. Sebastian. Oh, er ist tot. Shit. Fuck. Oh, he's dead. Fuck. This is the same place. The same room. What's happening? Der gleiche Raum, in dem er eingesperrt war, oder? Husher, er hat es nicht geschafft. Er muss schon seit Tagen tot sein. Kann ich jetzt einfach wieder raus? Jo. Oh, what? What? No. Where the hell am I? Hello? Tagebuch von Argos Lee Grant. Reflexion und Erfahrung des Erbauers der Spieluhr. Ich werde es später lesen. Jetzt muss ich nur hier raus. Ob ich sterbe, wenn ich mit ihm rede? Damn it, another useless lead. Another fucking riddle. I have to get out of here. Wer ist dieses Mädchen und warum wirkt es so, als könnte sie mich nicht mal sehen? Vielleicht das Leuchten von der Frau hier in den Augen, Alter. So, war? Lieber Gott, ich kenne dieses Gesicht. Ich habe es in meinen Albträumen gesehen. Stimmt. Aber wer ist das Mädchen? Kann ich hier einfach durch die Tür wieder gehen? What the hell? Verdammt, das ist nichts, absolut gar nichts. Damn it, it won't open. Ach du Kacke. Was geht hier ab? Verflucht, ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Ich find's witzig. Oh oh. Puh, ich dachte, ich hätte mich jetzt umgebracht. Holy shit, this can't be happening. I must be seeing things. Oh shit, Dan. Wake the fuck up, man. Frage ist jetzt auch, muss ich jetzt in jede Tür rein? Muss ich jetzt... Wer bin ich? Oh, thank God.
spent hours looking for Ernest, but found nothing. Nothing but lost tracks in the snow and fading footprints. Ja, der gute Ernest ist deep down. Er ist tot, ich bin tot. Already knew there was nothing left but unanswered questions and sheer darkness. Husher died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that Father chose, and maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing, make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. Spannend. Ich glaube, damit haben wir Kapitel 4 durch. Ja. Das Schrecken und das Lied ist dann Episode 5. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Episode 5 auch die letzte. Ja, das Schrecken und das Lied. Die letzte Episode. Hier habe ich 3 Leute, also 4 mit Dingsbumsen hier. Hier hatte ich 2. Hier waren es 4. Ach nee, warte mal. Daniel ist ja hier überall mit bei. Hä? Habe ich Daniel im letzten Kapitel nicht mit drin? Wieso habe ich Daniel nicht mit drin? Daniel ist zu spät. Sebastian Piascha ist gestorben, verängstigt und an einem unmöglichen Ort gefangen. Jetzt gibt es nur noch eine weitere Person, die das Lied gehört und überlebt hat, um die Geschichte zu erzählen. Die rätselhafte Ariane Legrand Armsberg. Mit Argus Legrands Tagebuch in den Händen macht sich Daniel auf den Weg näher am Abgrund als je zuvor, um die ferne Vergangenheit der alten Frau zu erforschen. Die Zeit drängt und die Präsenz wartet. Okay, spielt er hier denn aber gar nicht mit? Okay, ich werde mich aber dazu entschließen, ich mache jetzt diesen Modus, den ich jetzt anhabe, nicht aus, weil ich kann mich ja selbst entscheiden, ob ich die Person sterben lasse oder nicht. Und ich lasse alle Personen sterben, bis auf dann die letzte, um halt zu gucken, damit es halt so nah wie möglich ist, wer würde bei mir überleben oder nicht. In meinem Fall wahrscheinlich am Ende niemand. Es würde mich nicht mal wundern. Okay, es bleibt spannend. Am Ende führt es uns dann wohl wieder zu einem Haus. Okay. Ich bin ja so neugierig auf die Geschichte, ne? So Parts wie jetzt hier der letzte, also diese Folge gerade, die fand ich dann schon wieder geil. Sowas sollte öfter sein im Spiel. Es gibt immer diese langen Passagen, wo ich nicht weiterkomme, wo ich so viel rätseln muss. Und dann demotiviert mich das. Vielleicht ist das einfach auch nicht meine Art Spiel oder halt wirklich nichts, was ich in einem Let's Play spielen sollte. Aber jetzt ist es auch schon zu spät, um damit aufzuhören. Jetzt ziehen wir es bis zum bitteren Ende durch. Ich will ja auch wissen, wie es ausgeht. So Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Schaut im Abspann rein, da habe ich euch die Playlist verlinkt, falls ihr eine Folge nachschauen wollt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und habt bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht es gut, tschüss!